Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, endlich mal wieder ein Tablet auszupacken. Hier drin befindet sich das Huawei Mate Pad, das ganz ohne Google-Dienste kommt. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe meinen Cutter dabei und damit meine ich nicht Julian. Haha, <laughs> guter Witz. Äh, Riesenpaket, Wie ihr seht, ich habe es selber noch gar nicht ausgepackt. Ich wollte euch hier mit auf die Reise nehmen. Denn es ist ja mal wirklich ein besonderer Anlass, mal wieder ein Tablet auspacken zu können. Also, was ist denn das Letzte, woran ich mich erinnere. Der hat man ein ähm, anderes Huawei Tablet da, das T6 oder M6. Und plötzlich war das hier irgendwie auf der Huawei Seite. Und äh, ich bin extrem gespannt. Das sieht schon mal gut aus. Es gab letztes Jahr in China ein MayPad Pro. Hoffentlich kommt das auch noch zu uns. Das war nochmal mit besserer. Äh, Performance und so weiter mit besseren Komponenten ausgestattet. Aber hier haben wir jetzt so den iPad-Konkurrenten, könnte man sagen. Für den Preis von 300 Euro, was haben wir hier? Ja, MatePad, Midnight Gray, 4 GB RAM, 64 GB Speicher. Nicht verkehrt. Okay, das MatePad, wie gesagt, mit 10,4 Zoll Display soll ein 2K Display sein. Ähm, heißt dann, glaube ich, eine Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln. Ist für meinen Begriff eher Full HD Plus. Hier ist schon der Hinweis: Exploit und App Gallery. Keine Google-Dienste. Man setzt voll und ganz auf die eigene ähm, auf den eigenen App Store die App Gallery die jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist aber auf jeden Fall noch nicht auf dem Stand von einem Google Play Store ist Ey, das macht schon durch die Folie macht das schon einen guten Eindruck ist ein bisschen schwer gefühlt aber wir schauen mal erstmal was hier so mit dabei ist Sim-Nadel? ah jo ich glaube das ist LTE fähig vielleicht ist auch eine Speichererweiterung möglich das checken wir gleich alles Garantiekarte Quickstart Guide und ein oh ein Adapter. Kein Kopfhöreranschluss an einem Tablet. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Denke mir, da müsste doch der Platz da sein, um sowas zu integrieren. USB-C hier auf 3,5 mm Klinkenanschluss. Dafür haben wir jetzt hier auch ein USB-C-Kabel. Ganz klassisch, das gehört dazu. Und ein Ladegerät. Kleines Ladegerät für ein Tablet mit gerade 10 Watt. Ach, oh, Huawei, komm. Welches Handy wird jetzt noch mit einem 10 Watt Ladegerät ausgestattet? Ich glaube, keins mehr. Und dann ist hier natürlich ein größerer Akku drin. Mit über 7000 mAh. Das wird ein paar Stunden dauern mit dem 10 Watt Ladegerät. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, tatsächlich. Oh. oh, 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 oh. Okay. Ey, diese Rückseite. Ich habe was von Midnight Grey gelesen. Das ist doch voll blau, oder? Oh, gefällt mir sehr gut. Ist so ein mattes Finish. Fingerabdrücke sind ein bisschen drauf erkennbar. Sound bei Harman Kardon, okay, das verspricht viel. Hier haben wir eine Kamera, hier scheint ein Mikrofon zu sein und Blitz. Schöne abgerundete Ecken. Alter Schwede, das fühlt sich mal endlich wie ein Tablet aus dem Jahr 2020 an. Also das aktuelle iPad ist ja noch nicht so ganz auf dem Niveau, sage ich mal. Das macht mal wieder Spaß, ey. Krass. Also nee, ich bin gerade. Hin und weg, tatsächlich. Hier haben wir Lautsprecher an der Seite 2, an der Seite 2, hier ist der USB-C-Port, hier ist der Sim-Slot, hier sind Mikrofone wahrscheinlich, vier Mikrofone, alle oben, das wundert mich ein bisschen. Das dürfte die Lautstärketaste sein, Power-Button. Fingerabdrucksensor haben wir nicht, oder? Dafür aber Face-Scan, okay. Oh. etwas nach rechts drehen, verarbeiten, telefon nicht bewegen. Wie telefon nicht bewegen. Nutzen Sie die Gesten für eine schnellere Gerätenavigation. Ich teste die Gesten sehr gerne vom linken. Bildschirm nach innen. Oh, endlich mal wieder. Hey, das ist geil, ey. Wirklich. Natürlich ist wir ein Preis von 300 Euro und natürlich äh, haben wir hier keine Google-Dienste drauf, was erstmal nicht so gut klingt. Ähm, ich zeige euch gleich ein, zwei Sachen, wie man das umgehen kann. Aber das, was ich hier in der Hand habe, da bin ich im ersten Moment, nimm die 300 Euro von mir aus. Hier, ja, das ist EMUI, wie wir es kennen eigentlich, von den Handys einfach nur in riesig. Äh, <laughs> so, weit, so weit sind die gar nicht weg von, von aktuellen Smartphones tatsächlich. Also man kann es hier natürlich so oder so nehmen. Es ist eigentlich relativ angenehm. Also ich kann es auch so halten. Ich kann es auch so lässig halten, wenn ich jetzt ähm, in der Bahn lesen würde oder so. Ich bin beeindruckt, muss ich ganz ernsthaft sagen. So, wir sehen jetzt hier keine Google-Dienste drauf. Das habe ich gerade schon gesagt. Wir haben aber viele Apps drauf. Äh, Thema Bloatware hier <laughs> ein Riesenthema anscheinend. Wir gehen mal durch. Top-Apps. Okay, für Kinder natürlich. Interessant, dann kann man hier Blaulichtfilter, das ist gut für äh, um die Augen ein bisschen zu schützen. Bedienungshinweise. Also wenn ihr Kids habt und so ein Elternpasswort anlegen, wenn ihr das mit denen benutzt, um keine Ahnung, wenn sie mal 10 Minuten vielleicht was gucken sollen oder ein Spiel spielen sollen oder so, ist hier sowas drauf. Schöne Idee auf jeden Fall ist glaube ich nicht auf den Smartphones drauf, also anscheinend extra fürs Tablet. Ah, oh, hier kann man malen. Komm, da lasse ich mich nicht lumpen. Ja, bei der mit dem grafischen Talent bin ich in der Kids Corner auf jeden Fall genau richtig unterwegs. Lass mal das besser, dass wir peinlich glaube ich. Kids Corner beenden. Jetzt kann man hier den Pin eingeben. Damit die Kids halt auch nicht rauskommen, wenn sie denken, sie sind schlau und wollen mal eben formalen, dann zurück und dann irgendwie in Call of Duty rein oder so, müssen sie zumindest einen Pin wissen. Von daher, gute Sache, gut mitgedacht. Phone Clone haben wir drauf. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn ihr von einem alten Tablet kommt, viele Apps mitzunehmen, die schon drauf waren. Man kann nicht garantieren, ob alles mitgenommen wird, aber der größte Teil, das sollte problemlos klappen. Stylus. Ähm, genau, ein Stylus gibt es. Es gibt den Huawei M-Pen, der muss zusätzlich erworben werden. Man weiß, glaube ich, noch nicht, wie teuer der ist. Ähm man kann natürlich auch ein standard so kaufen. Ich weiß nicht genau, welche Funktion der hat. Da war die Huawei Webseite noch nicht allzu äh, aufschlussreich. Geschäftlich, was haben wir mal, Lufthansaweb.de Booking.com. Okay. Sowas ist anscheinend noch nicht mal drauf. Es muss runtergeladen werden, wenn ich jetzt hier draufklicke. Okay, das sind alles quasi App-Vorschläge. Kann ich die denn jetzt hier auch, wenn ich weiß, ich will Viber nicht, okay, kann ich auch einfach entfernen? Das sind quasi App-Vorschläge, die sind noch nicht vorinstalliert. Das ist also halbe Bloodware, ist gar keine schlechte Idee von ähm, Huawei, das so zu machen quasi. Es sind einfach nur Ideen. Schön, ihr seht keine einzigen Google-Dienste drauf, aber App Gallery ist am Start. AliExpress ist drauf. Ich glaube, die China Gadgets App ist noch nicht drauf, aber wenn ihr äh, einen Play Store habt, und das habt ihr wahrscheinlich, dann äh, schaut doch euch mal gerne die China Gadgets App. Die gibt es für Android, aber auch für iOS. Ähm, da kriegt ihr unsere Push-Benachrichtigungen für aktuelle Deals und so weiter, für unsere Testberichte und Updates. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reingucken, kostet nichts und würde uns auf jeden Fall freuen und helfen tatsächlich. Amazon ist schon dabei, AliExpress, Zoom, Dual Space, GMX, ihr merkt schon, Tinder, äh Lidl ist schon relativ viel drauf, natürlich nicht alles. Und ähm, genau solche Google-Dienste fehlen. Aber dafür gibt es die Appsuche, die ich hier gerade schon gefunden habe. Die installiert ihr euch einfach runter. Da haben wir tatsächlich schon mal ein genaueres Video zu gemacht. Das können wir euch gerne hier verlinken. Äh, das macht auf jeden Fall Sinn, sich das mal anzuschauen, auch wenn man vielleicht kein Huawei-Gerät selber hat, einfach nur um zu gucken, wie das funktioniert. Ähm, das zeige ich euch aber auch ganz kurz. Ihr seht hier viel vertrautere Apps wie WhatsApp oder so weiter. Und da macht quasi die Appsuche, gibt euch eine Verlinkung oder eine Möglichkeit, wie ihr die App trotzdem herunterladen könnt ohne den Google Play Store. Im Fall von Facebook ist das zum Beispiel einfach der Verweis, weil Facebook hostet. Quasi die APK, also die Installationsdatei von Facebook, so dass ihr die einfach selber runterladen könnt. Äh, genau da und dann wird die, können die einfach ganz normal über den Browser installieren. Alternative Möglichkeit ist zum Beispiel wie bei YouTube eine Desktop-Verknüpfung zu erstellen zum Store. Ähm, wir empfehlen dir einen Shortcut zur Webseite zu erstellen. Okay, dann kriegt man hier auf dem Startbildschirm einfach irgendwo ein YouTube-Button quasi. Da wird man dann automatisch zu YouTube weitergeleitet, kann das im Browser nutzen, kann sich aber natürlich hier auch ganz normal anmelden. Ich glaube, man braucht nicht zu diskutieren, dass es natürlich praktischer wäre, wenn man die Option hätte, hier ganz leicht Google drauf zu installieren. Ob man das jetzt nun nutzen möchte oder nicht, ist in der Theorie allein schon und dann wahrscheinlich auch in der Praxis einfach ein Vorteil. Aber Huawei hat sich ein paar Sachen schon mal einfallen lassen, die habe ich euch schon gezeigt. Das einzige, was für mich jetzt quasi ein Problem ist, ist der DRM-Schutz, also der Copyright-Schutz, das White Wine Level. Das ist zum Beispiel bei den ganzen offiziell zertifizierten Geräten immer das Widevine Level 1. Das heißt, dass ihr da mit Streaming inhalte von Netflix oder Amazon Prime Video in Full HD gucken könnt. Bei so China-Versionen und so ähm, Geräten ohne google Dienste ist es aber auch schon mal gern Widevine Level 3. Und dann heißt es, dass man das nur in 480p oder 540p oder so ähm, gucken kann. Deswegen habe ich mir mal gerade hier die APK, also die Installationsdatei von der DRM-Info-App runtergeladen. Äh, Rausgesucht. Okay, eigentlich sollte jetzt hier was von White One Level 1 oder 3 stehen. Tut es jetzt gerade nicht. Das werden wir natürlich noch für euch herausfinden und dann vielleicht einfach als Top-Comment hier anpinnen. Äh, möchte ich jetzt nicht weiter Zeit drauf verschwenden. Von der Schnelligkeit her äh, gefällt mir das sowas eigentlich ganz gut für ein Tablet. Ich meine, das muss jetzt nicht das performanteste Gerät sein, weil man es ja nicht unbedingt die ganze Zeit dabei hat. Ist ja eher so, schnappt man sich mal, guckt was drauf und so weiter oder spielt eine Runde. Dafür steckt hier der Kirin 810 drin, das ist eine relativ neue CPU, die zum Beispiel auch im Honor 9X Pro steckt und auf jeden Fall mehr als ausreichende Performance liefert. Äh, dazu kommen natürlich 4 GB RAM und 64 GB Massenspeicher und das erinnert mich, wir wollten noch checken, ob äh, denn hier eine Speichererweiterung möglich ist und ob es eine SIM-Karte, einen SIM-Slot hat. Okay, es ist, ein. ich glaube es ist nur ein Micro-SD-Slot. Es ist anscheinend, hier wäre theoretisch Platz für eine ähm, SIM-Karte. Das akzeptieren sie aber leider nicht. Ich sehe hier auch nur SD. Von Sim lese ich nichts. Vielleicht gibt es noch eine extra LTE-Variante, weil ich mein gelesen zu haben, dass das das unterstützt oder geht das irgendwie über eSim. Äh, das gilt es noch für den Test herauszufinden. Okay, aber eine Speichererweiterung ist möglich. Also wenn euch 64 gb nicht reichen, dann könnt ihr hier einfach noch eine SD-Karte reinlegen. Äh, die Kamera habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Äh, das können wir mal machen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht mögen werde. Machen wir mal ein Foto. Selfie kann man hier machen und hier kann man, boah nee, also 2x8 Megapixel, ähm, die sind nicht zum Fotos machen geeignet, nehmt einfach euer Smartphone, seid ihr deutlich besser mit dran, egal wie schlecht es ist, <laughs> ähm, reicht vielleicht für einen Skype-Call oder für einen Zoom-Call oder so, aber für mehr definitiv nicht. Oh, den face kann man noch gar nicht ausprobiert, das können wir mal eben testen. Wo ist der Power-Button? So. Ja. Ihr seht, zack, eine gute Sekunde dauert es, aber ist schon sehr bequem auf jeden Fall. Ein Tap to Wake. Kann nicht. Okay. Geht schnell genug, können ein Ticken schneller sein, definitiv, aber ist okay. Über das Tablet, was haben wir hier zu sagen? EMUI 10.1 auf Basis von Android 10, wie gesagt, der Kerin 810, 4 GB, RAM, 64 GB Speicher, Sicherheitspatch von April, nicht schlecht, reicht auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen begeistert und nicht nur ein bisschen, also als reines Tablet hier wäre es tatsächlich super leicht zu empfehlen, wenn es auf jeden Fall die Google-Dienste hat. Ich verstehe, dass es das ein absoluter Kritikpunkt ist und dass nicht jeder damit konform geht. Manche Leute wird es freuen, manche sicherlich nicht. Es ist für das, was es so ist, es macht richtig Spaß. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es super, das im Zug zu haben, um irgendwie was drauf zu zocken oder so oder um sich vielleicht trotz äh, nicht full d supports wahrscheinlich was bei Netflix anzugucken. Ich weiß noch nicht. Das muss in der Praxis rausfinden. Ich meine, auch so ein 6-Zoll-Handy oder so habe ich das immer noch. Fand ich das nicht so schlimm, wenn das da kein full d ist. Aber bei der Größe sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Es ist so ein bisschen was für Bastler. Ich glaube, hier ist viel Potenzial, was mit Google-Diensten komplett ausgeschöpft werde. So haben wir aber einfach eine gute Kombination aus Hardware, Verarbeitung und Design. Ein sehr modernes Tablet. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr noch aktuellen Tablet- nutzt oder ob ihr auf ein gutes Tablet wartet und ob diese fehlenden Google Dienste Dealbreaker für euch sind. Ansonsten es hier rüber zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, das zeigt uns immer, dass wir hier eine ganz gute Arbeit machen, vielleicht ähm, abonniert den YouTube Kanal und drückt da unten auf die Glocke, dann kriegt ihr Benachrichtigung, sobald das Testvideo zu dem Huawei MatePad äh, online geht und das war's schon von für da, langer Tag. Das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.